Und damit hallo und willkommen zurück bei einem weiteren Video, heute mal mit Banknoten. Und wir fangen hier auch gleich an, und zwar mit einer Banknote aus Warschau. In der Hoffnung, es stellt sich scharf, ja. Und zwar von 1916 aus dem, hier oben steht es auch nochmal, Generalgouvernement Warschau. Also deutsche Besatzungszone, wie gesagt, im Ersten Weltkrieg. Ich nehme die Banknoten jetzt auch hier mal nicht raus aus der Hülle. Sind Schaubeck-Alben oder ein paar Seiten von einem Schaubeck-Album. Genau. Geht's weiter. Mit dem Generalgouvernement Polen. Und zwar im Zweiten Weltkrieg mit 5 Zloty von 1941. Auch die werde ich jetzt, wie gesagt, alle nicht rausnehmen. Genau, weiter geht's dann immer noch mit dem Generalgouvernement Polen mit 10 Zloty von 1940 und hier unten 20 Zloty ebenfalls von 1940. Genau, weiter geht's dann hier mit 50 Zloty von 1941 und dem Äquivalent dazu den 100 Zloty ebenfalls von 1941. Alle noch in wunderbarer Erhaltung, quasi fast wie frisch gedruckt. Und hier kommen wir noch zu den 500 Zloty aus dem Protektorat Böhmen und Mähren. Man beachte hier oben das Specimen, also Probedruck, wenn man so will, dass das hier eingestanzt wurde. Und ich gebe euch Zoom noch mal ganz kurz ran. Von 1942 die Banknote. Und wie gesagt, aus Böhmen und Mähren. Alle noch in Top-Erhaltung. Ich habe die vor ungefähr 2 Wochen, glaube ich, von meinem Münzhändler, sag ich mal, gekauft für 100 Euro. Und ich muss sagen, ich bin damit echt sehr zufrieden. Sind sehr schöne Stücke. Und ja, es sind auch relativ selten. Gerade auch als, ich sag mal so, Komplettkollektion, wenn man so will, nicht so oft vorhanden. Und ja, auf jeden Fall sehr schöne Stücke. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.